Häwisch Intro. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr seid hier auf diesem Kanal und wir starten heute ein Spiel. Das Spiel heißt Spend Bill Gates Money. Und für die Leute, die Bill Gates nicht kennen, er ist einer der Mitgründer von Microsoft und hat auch viele weitere Sachen. Wenn ich von steinreich rede, ist er ehrlich steinreich. So, dann werden wir auch mal jetzt das Spiel starten. So, hier seht ihr die Seite. Spend Bill Gates Money. Das sind 90 Milliarden Dollar. Hier kann man halt ein Big Mac holen für 2 Dollar. Kaffee, Tasse, 4 Dollar. Seit wann kostet sowas? Boah. Ein Buch für 15 Dollar. Videogames, realistisch. Das Spenden, realistisch. Headphones, realistisch. Jordan, realistisch. Skateboard. Ja, ja, ja. Alle Preise sind realistisch, Leute. Okay. So, ich würde mal sagen, ich habe jetzt gerade Hunger. Ich kaufe mir ein Big Mac. Sagen wir, ich will für 2 Jahre ein Big Mac täglich essen. Hm. 720, so, sagen wir so. Ey, das macht nichts aus, er ist immer noch Milliardär. Also, pah. 300 Xbox. Kaufen wir, ändert sich nicht. Ja, dann noch ein Fahrrad, um Sport zu machen. Sagen wir 10 Fahrräder. Immer noch nicht. Okay, Leute, dann fangen wir mal von unten an. Also, es gibt wie viele NFL-Teams? Es gibt 32 NFL-Teams. Dann kaufe ich mir halt alle 32 NFL-Teams, ne? Ein NFL-Team kostet 2,3 Milliarden Dollar. Ja. 16 Milliarden hat er nur noch. Dann kaufe ich mir halt die Mona Lisa, NBA-Team. Jetzt haben wir 1 Milliarde Dollar noch. Und Leute, 1 Milliarde ist auch schon viel, ne? Also ihr unterschätzt das nicht. So, und dann... Ja, Gold ist immer gut. Ja, brauchen wir auch eine F-16. Ein Strand am Haus. Ein Haus am Strand, meine ich. Eine Yacht? Natürlich, hoffen wir 3. Ach, Leute. Natürlich brauchen wir auch 2 Feuerwehrwagen. Und wenn wir 2 Feuerwehrwagen haben, dann brauchen wir auch 10 Lamborghinis, oder? Dann brauchen wir auch 10 Lamborghinis, oder? Ich mein Ferrari. Und dann brauchen wir ebenso 10 Lamborghinis. So. Kaufen und kaufen. Rolex. Sagen wir, ich will für meine ganze Familie und für meine Freunde eine Rolex kaufen. 10. Es ändert sich nicht. Er ist immer noch Milliardär, Leute. Milliardär. Versteht ihr das? So. Ja, okay, dann. Ein Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, das wäre dann zu Ende. Moment, ich will noch einen. Eine Boeing? Okay. Okay. Ja, dann verkaufen wir mal eine Yacht, weil wir ein Kreuzfahrtschiff haben. Ja, also, nee, eine F-16 brauchen wir auch nicht mehr. Haben wir verkauft. Dann, okay, 21 Lamborghinis, davon haben wir 4 verkauft. Einen haben wir gespendet und dafür halt eine Entschädigung bekommen. Feuerwehrwagen brauchen wir auch nicht mehr. Fahrräder brauche ich auch nicht, wenn ich ein Auto habe. Eine Drohne brauche ich auch nicht. So, Big Macs brauche ich immer noch. Eine Konsole brauche ich nur und deswegen brauche ich auch ein paar Spiele. Ich brauche nur 2 Autos. 2 Lamborghinis und 2 Ferrari. So. So,
Goldbarren ist sehr wichtig. Okay, eine F16 brauche ich doch nicht. So, ein Haus am Strand brauche ich ebenso nicht. Nur eins habe ich. Und dann, ja, die Mona Lisa habe ich wieder vertickt. NBA-Teams brauche ich nur drei. Die NFL habe ich schon gesichert, ne? Also die NFL gehört mir. Und genau, zwei Boeing, ja, machen wir dann mal so. Machen wir fünf daraus. Machen wir, genau, 10 Wolkenkratzer. Machen wir dann auch noch für meine Familie 5 Mansions. Ja, jeder hat eine eigene. Eine Rakete, Leute, wer braucht denn keine Rakete? Machen wir 6 Raketen daraus. Kreuzfahrtschiff. Leute, kommt schon, wo ist der Geiz? Hier, ich bin Milliardär. So, ja. Und mit dem Rest, will ich mal gucken, wie viele Rolexe ich kaufen kann. Komm, für die Bevölkerung kaufe ich noch Häuser. 29.110 Familienhäuser. Leute, das ist so viel. Nee, nee, nee. Wer braucht denn nicht? Eine Super Bowl Werbung. Machen wir 6, 9, 10 Sprachen lernen, Bubble. Werbungen. Jeweils mit meinen NFL-Teams. Also mache ich Werbung für mich selbst. Okay, sagen wir mal, für die Bevölkerung Deutschland mache ich jetzt. Ja, das wird ausreichen. Jeder wird glücklich sein. So, dann will ich noch auf jeden Fall mit 7000 Dollar mich gut anziehen. Mache ich 2 daraus. Ein gutes Handy ist auch nötig. Konsole habe ich schon. 2 Drohnen. Einen schenke ich meinem Kollegen. Und dann natürlich ein Fernseher. Das ist auch sehr wichtig. Ach, ich habe kein Geld mehr dazu. Tja. Ja, dann kaufe ich halt eine Designer-Handtasche. Und dann noch. Ja, dann spende ich halt 500 Dollar Kopfhörer. Natürlich für das Handy. Und. Ja. Nee, nee, nee. Kaffee, komm. Dann gebe ich halt mit dem Rest des Geldes Kaffee aus. 700, 334 Tassen Kaffee kann ich machen, bestellen. Ja, dann mit dem Rest des 2 Dollar noch ein Big Mac. 722 Big Macs. 2 Videospiele. Ein Headphone. 3 Smartphones. 2 Drohnen. 40. Diamantringe. 2 Ferraris. 4 Goldbarren. Ein Haus am Strand. 10 Hochhäuser. 6 Raketen. 4 Kreuzfahrtschiffe. 32 NFL-Teams. Das heißt, die ganze Liga habe ich gekauft. 334 Tassen Kaffee. 500 Dollar ging natürlich an Spenden, an die an eine Gemeinorganisation. Ich habe 2 Air Jordan. Ich brauche nur 2 in meinem Leben. Eine Gaming-Konsole, natürlich, wenn mir langweilig wird. 2 Designer-Handbags, also 2 Designer-Handtaschen für meine ganzen Rolexe, zu denen ich jetzt komme. 118.146 Rolexe, Leute. 2 Lamborghinis, 10-mal Super Bowl-Werbung, ne, 10-mal. Eine Yacht, eine Mansion, also eine richtig große Villa. Ein 5 Passenger Jets, also Passagierflugzeuge und 3 NBA-Teams. Leute, da kommen wir zu einem Wert von 90 Milliarden Dollar. Das kann Bill Gates alles kaufen. Stellt euch mal vor, Bill Gates wird schwul, er heiratet Jeff Bezos. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Mann hier. Der ist Mitbegründer von Amazon. Also der ist der Gründer von Amazon. Gehen wir davon aus, er ist mit Bill Gates verheiratet. Bill Gates
90 Milliarden Dollar. Also im Moment ist es 105 Milliarden Dollar, aber... Naja, und Jeff Bezos ist auch so 100 Milliarden. 200 Milliarden Dollar. Und wenn die sich scheiden, kriegen die Leute, die sind einfach... Also, ich meine das ernst. Die können sitzen, Geld verdienen. Die können an die Wand gucken, Geld verdienen. Ey, die verdienen mit allem Geld. Ich bin gerade in so einem Schock. Naja, Leute, ich hoffe mal, euch hat's etwas gefallen, euch hat's etwas unterhalten. Mich hat's geschockt. Es hat so lange gedauert, bis ich das ganze Geld ausgegeben habe. Naja, leider sind hier nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gewesen, aber dennoch war ich, ja, gut dabei. Und ich hoffe mal, euch hat's gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, Leute. Ich hoffe, euch hat es sehr, 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 sehr gefallen. Leute, teilt das Video mit euren Freunden in WhatsApp-Gruppe, per Snapchat schicken, Instagram, keine Ahnung, wo ihr aktiv seid. Und genau, lasst einen Kommentar da, falls ihr mehr sehen wollt, falls ihr Sachen sehen wollt, worüber ich oder worauf ich reagieren soll. Plus abonniert mich und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, Leute. Wie dem auch sei, Leute.